EA Poe Productions. EA Poe Productions liest Margaret Mitchell. Vom Winde verweht. 57. Kapitel. Einen Monat später setzt Red eine blasse, magere Frau in den Zug nach Jonesboro. Wade und Ella, die mitreisen sollten, waren schweigsam. Das stille, weiße Gesicht der Mutter war ihnen nicht geheuer. Sie drängten sich an Prissy. Sogar für ihr Kindergemüt hatte die unpersönliche Kühle zwischen der Mutter und dem Stiefvater etwas Beklemmendes. Obwohl Scarlett noch sehr schwach war, fuhr sie doch nach Tara heim. Sie hatte das Gefühl, ersticken zu müssen, wenn sie noch einen Tag länger in Atlanta bliebe und ihr müder Geist immer erneut die tief ausgefahrenen Gleise nutzloser Gedanken durchliefe, um über die verzweifelte Lage nachzudenken, in der sie sich befand. Sie war krank an Leib und Seele und stand wie ein verlassenes Kind in einem düsteren Traumland, wo kein vertrautes Wahrzeichen ihr mit den Weg wies. Wie sie einst vor einer feindlichen Armee aus Atlanta geflohen, so floh sie auch jetzt wieder und drängte ihren Kummer zurück und verschanzte sich hinter ihrem gewohnten: »Ich will jetzt nicht daran denken, denn ich halte es nicht aus. Morgen denke ich darüber nach. Morgen ist auch noch ein Tag.« Ihr war, als müsse all ihr Kummer von ihr abfallen, wenn sie nun in die Stille der grünen Baumwollfelder heimkehrte, und als könne sie erst dann aus ihren zerrütteten Gedanken wieder etwas formen, wovon sie leben durfte. Red blickte dem Zug nach, bis er außer Sicht war. In seinem Gesicht lag eine grüblerische Bitterkeit, die furchtbar anzusehen war. Er seufzte auf, schickte den Wagen weg, bestieg sein Pferd und ritt die Efeustraße hinunter zu Melanie. Es war ein warmer Morgen und Melanie saß auf ihrer weinumrankten Veranda vor ihrem Stopfkorb, in dem die Socken sich türmten. Sie war verwirrt und bestürzt, als sie Red vom Pferde steigen und die Zügel über den Arm der gusseisernen Negerfigur werfen sah, die an der Straßenecke stand. Seit dem schrecklichen Tage, dass Scarlett so krank und eher so fassungslos und betrunken gewesen war, hatte sie ihn nicht wieder unter vier Augen gesehen. Betrunken. Melanie dachte nicht gern daran. Während Scarletts Genesungszeit hatte sie nur flüchtig mit ihm gesprochen und dabei Mühe gehabt, ihm ins Auge zu sehen. Er war liebenswürdig wie immer gewesen und hatte sich nie durch ein Wort oder einen Blick das Erschütternde anmerken lassen, das zwischen ihnen vorgegangen war. Ashley hatte ihr einmal erzählt, Männer erinnerten sich oft nicht daran, was sie im Rausch gesagt und getan hätten. Melanie betete inbrünstig, Kapitän Butler möge sein Gedächtnis in dieser Hinsicht im Stich lassen. Das Blut stieg ihr in die Wangen, als er den Gartenweg heraufkam. Vielleicht wollte er nur fragen, ob Beau heute Bonnie besuchen könne. So geschmacklos konnte er doch nicht sein, ihr für ihren damaligen Beistand zu danken. Sie stand auf und ging ihm entgegen. Wie immer fiel ihr auf, wie leicht sein Gang im Verhältnis zu seinem Körper war. »Ist Scarlett abgereist?« »Ja, Tara wird dir gut tun«, versetzte er lächelnd. »Manchmal meine ich, sie gliche dem Riesen Antaeus, der jedes Mal stärker wurde, wenn er die Mutter Erde berührte. Es bekommt Scarlett nicht gut, wenn sie von dem Flecken roter Erde, den sie lieb hat, zu lange fernbleibt. Der Anblick der wachsenden Baumwolle wird ihr besser helfen als Dr. Meads sämtliche Medikamente.« »Wollen Sie sich nicht setzen?« fragte Melanie und ihre Hände zitterten. Er war so sehr groß und männlich, und das Männliche brachte sie immer aus der Fassung. Es ging eine Macht und eine Lebenskraft davon aus, neben der sie sich noch kleiner und schwächer fühlte, als sie war. So sonnenverbrannt und gewaltig sah er aus. Die starken Muskeln seiner Schultern spannten das weiße Leinenzeug und flößten ihr Angst ein. Es kam ihr ganz unmöglich vor, so viel Kraft und Verwegenheit je zu ihren Füßen gesehen und den schwarzen Kopf auf ihrem Schoß gehalten zu haben. »Miss Melly«, begann er sanft, »soll ich lieber fortgehen? Sagen Sie es mir bitte ganz offen.« »Ach Gott«, dachte sie bei sich, »er weiß es noch und er weiß auch, wie unruhig ich bin.« Flehend blickte sie zu ihm auf, aber plötzlich schwand ihre Befangenheit und Verwirrung. Seine Augen blickten so ruhig, freundlich und verständnisvoll, dass sie gar nicht begriff, wie sie so töricht hatte sein können, sich aufzuregen. Sein Gesicht sah müde und sehr, sehr traurig aus. Wie hatte sie ihm nur die Ungezogenheit zutrauen können, davon anzufangen, was sie beide lieber vergaßen? »Armer Kerl, er macht sich so viel Sorgen um Scarlett.
dachte sie, brachte ein Lächeln zustande und sagte, »Nehmen Sie doch bitte Platz, Kapitän Butler.« Schwer ließ er sich auf den Stuhl fallen und sah ihr zu, wie sie ihre Stopfarbeit wieder zur Hand nahm. »Miss Melly, ich möchte Sie um einen sehr großen Gefallen bitten.« Er lächelte und sein Mund verzog sich. »Ich rechne auf Ihre Hilfe bei einem Betrug, vor dem Sie sich doch sicher scheuen.« »Einem Betrug?« »Ja, ich möchte etwas Geschäftliches mit Ihnen besprechen.« »Oh je, das sollten Sie sich aber lieber an Mr. Wilkes wenden. In geschäftlichen Sachen bin ich eine Gans. Ich bin nicht so tüchtig wie Scarlett.« »Scarlett, fürchte ich, ist tüchtiger, als ihr gut ist«, erwiderte er, »und gerade davon wollte ich mit Ihnen sprechen. Sie wissen, wie krank sie gewesen ist. Wenn sie von Tara zurückkommt, stürzt sie sich natürlich mit Feuereifer wieder auf den Laden und die Mühlen, denen ich von Herzen wünsche, sie möchten eines Tages in die Luft fliegen. Ich fürchte für Scarlets Gesundheit, Miss Melly.« »Ja, sie tut viel zu viel. Sie müssen sie zurückhalten und dafür sorgen, dass sie sich schont.« Er lachte. »Sie wissen doch, wie eigensinnig sie ist. Niemals versuche ich, sie zu etwas zu überreden. Sie will sich nicht helfen lassen, von mir nicht und von niemandem. Ich habe versucht, sie dazu zu bewegen, ihren Anteil an den Mühlen zu verkaufen, aber sie will nicht.« »Und nun, Miss Melly, kommt das Geschäftliche. Ich weiß, dass gerade den Rest ihres Anteils an den Mühlen gern an Mr. Wilkes verkaufen würde, aber an keinen anderen, und ich möchte, dass Mr. Wilkes ihn kauft.« »Du liebe Zeit, das wäre wunderhübsch, aber...« Melanie brach ab und biss sich auf die Lippen. Sie könnte mit einem Außenstehenden nicht über Geldsachen sprechen. Trotz Ashleys Verdienst bei der Mühle hatten sie nie recht genug. Sie machte sich schon Sorge darüber, dass sie so wenig zurücklegte. Sie wusste nicht, wo das Geld blieb. Ashley gab ihr genug für den Haushalt, aber wenn extra Ausgaben notwendig wurden, waren sie oft knapp dran. Ihre Arztrechnungen waren hoch und teuer waren die Bücher und die Möbel, die Ashley in New York bestellte. Außerdem gab es immer eine Anzahl Landstreicher, die sie im Keller schlafen ließ, beköstigte und begleitete. Auch mochte Ashley keinem, der in der konföderierten Armee gedient hatte, je ein Darlehen abschlagen. »Miss Melly, ich möchte Ihnen das Geld leihen«, sagte Red. »Das ist reizend von Ihnen, aber wir können es vielleicht nie zurückzahlen.« »Ich will es auch nicht zurückgezahlt haben. Bitte, seien Sie nicht böse, Miss Melly. Hören Sie mich zu Ende an. Wenn Scarlett damit aufhört, täglich meilenweit zu den Mühlen zu fahren und sich dabei aufzureiben, so ist mir das Vergnügen genug. Der Laden reicht aus, sie zu beschäftigen. Verstehen Sie mich nicht?« »Nun ja«, sagte Melanie unsicher. »Sie möchten doch einen Pony für Ihren Jungen haben, nicht wahr? Er soll doch auf die Universität nach Harvard und auf eine Europareise.« »Oh, freilich!« Melanie strahlte, wie immer, wenn von Beau die Rede war. »Am liebsten soll er alles haben. Ach, man ist heutzutage so arm.« »Mr. Wilkes könnte eines Tages einen Haufen Geld mit den Mühlen verdienen«, sagte Red. »Es würde mich freuen, wenn Beau alles Schöne bekäme, was er verdient.« »Kapitän Butler, Sie sind ein Schlauberger«, lächelte Melanie. »Sie packen mich bei meinem Mutterstolz. Ich lese in Ihnen wie in einem offenen Buch.« »Das will ich nicht hoffen«, erwiderte Red, und zum ersten Mal war wieder der alte Schimmer in seinen Augen zu sehen. »Darf ich Ihnen also das Geld leihen?« »Wo aber fängt der Betrug an?« »Wir müssen eine Verschwörung aushecken, um sowohl Scarlett wie Mr. Wilkes hinters Licht zu führen.« »Ach nein, das möchte ich nicht.« »Wenn Scarlett wüsste, dass ich hinter ihrem Rücken etwas einfädle, selbst wenn es zu ihrem Besten geschieht. Und Sie wissen ja, wie leicht sie in Hitze gerät. Und Mr. Wilkes, fürchte ich, lehnt jedes Darlehen, das ich ihm anbiete, ab. Deshalb dürfen Sie beide nicht wissen, woher das Geld kommt.« »Ach, Mr. Wilkes sagt sicher nicht nein, wenn er weiß, um was es sich handelt. Er hält doch so viel von Scarlett.« »Ja, das tut er freilich«, sagte Red glatzüngig. »Aber trotzdem wird er ablehnen. Sie wissen, wie stolz die Wilkes sind.« Melly war ganz unglücklich. »Im Ernst, Kapitän Butler, meinen Mann könnte ich nicht betrügen.« »Nicht einmal, um Scarlett zu helfen?« Red machte ein sehr enttäuschtes Gesicht. »Sie hat sie doch so lieb.«
In Melanies Wimpern schimmerten Tränen. »Sie wissen ja, ich täte alles für Sie. Nie und nimmer kann ich auch nur zum Teil vergelten, was sie für mich getan hat.« »Ja«, sagte er kurz, »ich weiß, was sie für Sie getan hat. Könnten Sie nicht sagen, das Geld sei ein Vermächtnis von einem Verwandten?« »Ach, Kapitän Butler, meine Verwandten haben samt und sonders keinen roten Heller.« »Wenn ich also nun Mr. Pickes das Geld mit der Post schicke, ohne den Absender anzugeben, könnten Sie wohl dafür sorgen, dass die Mühlen davon gekauft werden und dass es nicht an verarmte Konföderierte verschenkt wird?« Zunächst machte sie bei diesen Worten ein etwas gekränktes Gesicht, als wäre in ihnen etwas Abfälliges über Ashley enthalten gewesen, aber Red lächelte so verständnisvoll, dass sie sein Lächeln erwiderte. »Darauf können Sie sich verlassen.« »Also abgemacht, und es wird unser Geheimnis bleiben?« »Aber ich habe doch noch nie etwas von meinem Mann geheim gehalten.« »Davon bin ich überzeugt, Miss Melly.« Als sie ihn ansah, fand sie, dass sie ihn doch immer richtig beurteilt hatte, während viele andere Leute ihm bitter Unrecht taten. Es hieß, er sei roh, höhnisch, ungezogen, ja unehrlich. Freilich gaben jetzt viele aus den besten Familien zu, dass er ein prachtvoller Mensch war. Sie hatte von ihm immer nur Güte, Rücksicht, tiefste Ehrerbietung und viel, viel Verständnis erfahren. Und wie er Scarlett liebte! Wie schön es von ihm war, seiner Frau auf diesem Umweg etwas von der Last, die sie trug, abnehmen zu wollen. Das Herz trat ihr auf die Zunge. »Welch ein Glück Scarlett mit einem Mann hat, der so gut zu ihr ist!« »Meinen Sie?« »Ich fürchte, Scarlett ist anderer Meinung. Vor allem aber möchte ich auch gegen Sie gut sein, Miss Melly. Ihnen würde ich mehr damit geben als Scarlett.« »Mir?« fragte sie höchst erstaunt. »Ach, Sie meinen Beau!« Er nahm seinen Hut und stand auf. Einen Augenblick schaut er herab auf das unscheinbare herzförmige Gesichtchen mit dem spitz zulaufenden Haaransatz, der einer Witwenhaube glich, und den ernsten dunklen Augen, auf dieses ganze unweltliche, dem Leben schutzlos preisgegebene Gesicht. »Nein, nicht Beau. Ich möchte Ihnen etwas geben, was noch mehr ist als Beau, wenn Sie sich das überhaupt vorstellen können.« »Nein, das kann ich nicht«, erwiderte sie verwirrt. »Nichts auf der Welt ist mir so viel wert wie Beau, bis auf Ash, auf Mr. Wilkes.« Red sagte nichts und blickte auf sie hernieder. Sein dunkles Gesicht war ganz ruhig. »Es ist furchtbar lieb von Ihnen, dass Sie so etwas für mich tun wollen, Kapitän Butler. Aber ich habe doch schon so viel Glück. Ich habe alles, was eine Frau sich überhaupt wünschen kann.« »Das ist schön«, sagte Red in plötzlich sehr ernstem Ton. »Ich will dafür sorgen, dass Sie es auch behalten.« Als Scarlett aus Tara zurückkam, war die ungesunde Blässe aus ihrem Gesicht verschwunden. Ihre Wangen waren wieder runder geworden und schimmerten rosig. Ihre grünen Augen funkelten in alter Lebendigkeit. Zum ersten Mal seit Wochen lachte sie laut auf, als Red und Bonnie sie, Wade und Ella, am Bahnhof abholten, vor Vergnügen und vor Ärger. Red trug zwei schwankende Truthahnfedern am Hut. Bonnie hatte ihr schrecklich zerrissenes Sonntagskleid an, über ihre Bäckchen liefen lauter indigoblaue Streifen und in den Locken stak ihr eine Pfauenfeder, die halb so lang war wie sie selbst. Offenbar hatten die beiden gerade Indianer gespielt, als es Zeit wurde, an den Zug zu gehen, und aus Reds hilflosem lustigen Gesicht und Mamis grollendem Missmut war klar zu ersehen, dass Bonnie nicht einmal, um ihre Mutter abzuholen, sich ordentlich hatte anziehen lassen wollen. Scarlett sagte, »Oh, ihr schrecklichen Strolche«, gab dem Kind einen Kuss und bot Red die Wange. Der Bahnhof war überfüllt, sonst hätte sie diese Liebesbezeigung nie gefordert. Trotz ihrer Verlegenheit über Bonnies Aussehen entging ihr nicht, wie alle Leute über Vater und Tochter lächelten. Nicht abfällig, sondern belustigt und von Herzen freundlich. Jedermann wusste, dass Scarletts Jüngste den Vater unter dem Pantoffel hatte, und Atlanta hatte seinen Spaß und seine helle Freude daran. Reds große Liebe zu dem Kinde hatte viel dazu beigetragen, seinen Ruf in der Meinung der Leute wiederherzustellen. Auf dem Weg nach Hause war Scarlett noch ganz erfüllt von den Neuigkeiten aus der Provinz. Bei dem heißen, trockenen Wetter höre man schier die Baumwolle wachsen, so schnell gehe es,
aber Will meine, die Baumwollpreise würden zum Herbst sinken. So Ellen erwarte wieder ein Kind. Scarlett buchstabierte dies, damit die Kleinen es nicht verständen. Und Ella habe sich erstaunlich temperamentvoll gezeigt und zu Ellens älteste Tochter gebissen, was die kleine Susi auch verdient habe, fügte Scarlett hinzu, denn sie sei das Abbild ihrer Mutter. Aber Sue Ellen sei wütend geworden und sie hätten sich herzerquickend miteinander gezankt, genau wie in alter Zeit. Wade habe ganz allein einen Fischotter zur Strecke gebracht. Renda und Camilla Tarleton unterrichteten in der Schule. Ein Witz, was? Kein Tarleton habe noch jedes Wort Katze buchstabieren können. Betsy Tarleton habe einen dicken, einarmigen Mann aus Lovejoy geheiratet und das Ehepaar ziehe mit Hattie und Jim Tarleton gute Baumwolle auf Fair Hill. Mrs. Tarleton besitze wieder eine Mutterstute und ein Fohlen und sei so glücklich, als wäre es $1 Million. In dem alten Calvertschen Hause wohnten jetzt Neger. Ein ganzer Schwarm, und das Haus gehöre ihnen wirklich. Sie hätten es in der öffentlichen Versteigerung gekauft. Alles sei dort verfallen. Es sei ein Jammer. Wo Kathleen und ihr nichtsnutziger Mann geblieben seien, wisse niemand. Alex heiratete Sally, die Witwe seines Bruders. Eine sonderbare Vorstellung, nachdem sie jahrelang in demselben Hause gewohnt hätten. Es heiße allgemein, es sei eine Vernunftehe. Die Leute fingen an, sich darüber aufzuhalten, dass sie nach dem Tode der Alten wie der jungen Miss dort ganz alleine hausten. Dimity Munro habe es fast das Herz gebrochen, aber es geschehe ihr ganz recht. Hätte sie nur einen Funken Energie in sich gehabt, sie hätte sich längst einen anderen Mann gekapert, anstatt zu warten, bis Alex genug Geld hätte, um sie zu heiraten. So schwatzte Scarlett lustig weiter. Aber es gab manches in der Provinz, was sie verschwieg, manches, woran man nur mit Schmerzen denken konnte. Sie war mit Will über Land gefahren und hatte versucht zu vergessen, dass einst all die Tausende von morgen fruchtbaren Landes voll grüner Baumwolle gestanden hatten. Jetzt wurde eine Plantage nach der anderen wieder zum Urwald. Trübselig wucherten Gräser, Zwergeichen und verkümmerte Kiefern um schweigende Trümmer und breiteten sich auf früheren Äckern unmerklich immer weiter aus. Wo früher 100 Morgen unter den Flug kamen, wurde jetzt nur noch einer bebaut. Es war wie eine Fahrt durch ein gestorbenes Land. »Dieses Gebiet kommt in 50 Jahren nicht wieder in Kultur, wenn überhaupt je«, hatte Will gesagt. »Tara ist die beste Farm in der Provinz, dank dir, Scarlett, und mir. Aber es ist eine Farm für 2 Maultiere und keine Plantage mehr. Nach Tara kommt der Fontaine'sche Besitz und dann Tarleton's. Viel Geld verdienen sie nicht, aber sie halten sich und haben Mut. Die meisten anderen Leute und die anderen Plantagen hingegen...« Nein, Scarlett erinnerte sich ungern an die verödete Provinz. Und jetzt kam sie ihr neben dem betriebsamen und aufblühenden Atlanta noch trostloser vor. »Ist hier etwas vorgefallen?« fragte sie, als sie endlich zu Hause waren und auf der vorderen Veranda saßen. Während des ganzen Heimweges hatte sie rasch und ohne Unterlass aus Angst vor einer Gesprächspause geredet. Seit dem Tage, da sie die Treppe heruntergefallen war, hatte sie mit Red kein Wort unter 4 Augen gesprochen und verlangte auch nicht sonderlich danach. Sie wusste nicht, wie er innerlich zu ihr stand. Während ihrer traurigen Genesungszeit war er die Freundlichkeit selber gewesen, doch auf eine ganz unpersönliche Art, wie ein Fremder. Er war all ihren Wünschen zuvorgekommen, hatte dafür gesorgt, dass die Kinder ihr nicht lästig fielen und sich um Laden und Mühlen gekümmert. Aber nicht ein einziges Mal hatte er gesagt, es tut mir leid. Vielleicht tat es ihm auch wirklich nicht leid. Vielleicht glaubte er immer noch, das nie geborene Kind sei nicht seins. Woher sollte sie wissen, was hinter diesem liebenswürdigen, dunklen Gesicht vorging? Aber zum ersten Mal in ihrer Ehe hatte er Anwandlungen von Ritterlichkeit gehabt und den Wunsch durchblicken lassen, das Leben möge seinen Gang weitergehen, als sei nie etwas Unerfreuliches zwischen ihnen geschehen. Und das hätten sie, meinte Scarlett verzagt, überhaupt nie etwas miteinander zu schaffen gehabt. Nun, wenn er es so wollte, auch diese Rolle vermochte sie zu spielen. »Alles in Ordnung?« wiederholte sie. »Sind die neuen Schindeln für den Laden da? Bist du die Maultiere auf gute Art losgeworden? Um Himmels Willen, Red, nimm die Federn vom Hut, du siehst ganz närrisch damit aus und gehst womöglich noch damit in die Stadt, weil du nicht daran denkst, sie herunterzunehmen.« »Nein«, rief Bonnie und griff abwehrend nach dem Hut ihres Vaters. »Hier ist alles in schönster Ordnung«, antwortete Red.
Bonnie und ich haben uns gut miteinander vertragen. Ihr Haar ist wohl kaum gekämmt worden, seitdem du fort bist. Nicht an den Federn lutschen, Liebling, was könnte Schmutz daran sein? Ja, die Schindeln sind gedeckt, und für die Maultiere habe ich einen guten Preis bekommen. Nein, etwas Neues ist nicht geschehen. Alles geht seinen langweiligen Gang. Dann fügte er noch hinzu, als fiel es ihm ganz nebenher ein, der Irrenwirt der Ashley war gestern Abend da. Er fragte mich, ob du wohl Lust hättest, ihm deinen Anteil an seiner Mühle und deine andere Mühle zu verkaufen. Scarlett hielt ihren Schaukelstuhl an und hörte auf, sich mit dem Truthahnfächer zu fächeln. Verkaufen? Wo in aller Welt hat denn Ashley das Geld her? Du weißt doch, sie haben nie einen Cent. Melanie gibt immer sofort aus, was ihr verdient. Red zuckte die Achseln. Ich habe sie ja immer für eine anspruchslose kleine Person gehalten, aber ich bin ja mit den Einzelheiten des wilkischen Familienlebens nicht so vertraut wie du. Diese Stichelei erinnerte wieder an Reds alte Art, und Scarlett ärgerte sich. »Lauf in den Garten, Kind«, sagte sie zu Bonnie. »Mutter will etwas mit Vater besprechen.« »Nein«, sagte Bonnie bestimmt und kletterte auf Reds Schoß. Scarlett machte ein böses Gesicht, was Bonnie in einer so verblüffenden Ähnlichkeit mit Gerald O'Hara zurückgab, dass Scarlett lachen musste. »Lass sie nur hier«, sagte Red behaglich. »Woher er das Geld hat?« Wie es scheint, hatte sie ihm jemand geschickt, der in Rock Island unter seiner Pflege die Blattern glücklich überstanden hat. Es gibt also noch Dankbarkeit. Man braucht den Glauben an die Menschheit nicht ganz aufzugeben. »Wer war das? Jemand Bekanntes?« »Der Brief kam aus Washington und trug keine Unterschrift. Ashley wusste nicht recht, wer der Schreiber sein könnte. Selbstlose Leute wie Ashley tun ja so viel Gutes in der Welt, dass sie nicht alles im Gedächtnis behalten können.« Wäre sie nicht über Ashleys unverhofften Reichtum so überrascht gewesen, sie hätte den Federhandschuh aufgenommen, obwohl sie auf Tara beschlossen hatte, sich nie wieder mit Red in einen Streit über Ashley einzulassen. Sie stand in dieser Sache doch auf allzu unsicheren Füßen, und ehe sie nicht genau wusste, woran sie mit beiden Männern war, lag ihr nichts daran, sich ausholen zu lassen. »Er will mir die Anteile abkaufen?« »Ja, ich habe ihm natürlich gesagt, du dächtest nicht daran.« »Wenn du doch meine Angelegenheit mir selber überlassen wolltest.« »Du trennst dich ja nicht von den Mühlen. Ich habe ihm gesagt, er wisse so gut wie ich, dass du durchaus in alles deine Nase stecken müsstest. Wenn er nun das Ganze kauft, kannst du ihm nicht mehr in alles dreinreden.« »Du hast dich unterstanden, ihm so etwas über mich zu sagen?« »Warum nicht? Ist es etwa nicht wahr?« »Ich glaube, er war ganz meiner Ansicht, aber er war natürlich zu sehr Gentleman, um es auszusprechen.« »Gelogen ist es«, brauste Scarlett auf. »Ich verkaufe sie ihm.« Bis zu diesem Augenblick hatte sie niemals daran gedacht, sich von den Mühlen zu trennen, und aus verschiedenen Gründen hätte sie sie gern behalten. Ihr geldlicher Wert sprach dabei noch am wenigsten mit. In den letzten Jahren hätte sie sie jederzeit für eine hohe Summe losschlagen können, aber sie hatte alle Angebote abgelehnt. Die Mühlen waren der greifbare Beweis für das, was sie ohne jede Hilfe und unter den ungünstigsten Umständen geleistet hatte. Sie war stolz auf sie und auf sich selbst. Vor allem aber wollte sie sie behalten, weil sie die einzige Möglichkeit bot, ihr noch einen Weg zu Ashley offen zu lassen. Wenn sie die Mühlen aus den Händen gab, konnte sie Ashley nur noch selten sehen und auf ihr Augen wohl überhaupt niemals mehr. Das aber war ihr unmöglich. Sie wusste nicht, wie er jetzt zu ihr stand und ob nicht seit jenem furchtbaren Abend von Melanies Gesellschaft seine Liebe im Gefühl tiefster Beschämung untergegangen war. Im Geschäftsbetrieb fanden sich viele Gelegenheiten, sich mit ihm zu unterhalten, ohne dass jemand auf den Gedanken kam, sie liefe ihm nach. Mit der Zeit wollte sie schon alles zurückgewinnen, was sie etwa in seinem Herzen eingebüßt hatte. Wenn sie aber die Mühlen verkaufte? Nein, sie hat es nicht wollen. Aber die wenig schmeichelhafte, wenn auch völlig wahrheitsgetreue Art, in der Red sie Ashley dargestellt hatte, war ein Stachel, der sie nun einmal zum Entschluss trieb. Ashley sollte die Mühlen haben, und zwar zu einem so niedrigen Preis, dass er gar nicht anders konnte als ihre Großzügigkeit bewundern. »Ich verkaufe sie«, rief sie wütend. »Was sagst du dazu?« Eine Spur von Triumph lag in Reds Augen, als er sich bückte, um Bonnie das Schuhband zuzubinden. »Es wird dich noch reuen«, sagte er.
Schon jetzt reuten sie die hastigen Worte. Hätte sie sie an irgendjemand anders gerichtet, sie hätte sie widerrufen, ohne sich dessen zu schämen. Warum war sie nur damit herausgeplatzt? Mit zornig gefurchter Stirn sah sie Red an. Er beobachtete sie mit seinem alten, wachsamen Blick wie die Katze das Mausloch. Als er ihre finstere Miene gewahrte, lachte er, dass seine weißen Zähne blitzten. Scarlett hatte das unbestimmte Gefühl, ihm in eine Falle gegangen zu sein. »Hast du etwa deine Finger darin?« fragte sie argwöhnisch. »Ich?« In gespieltem Erstaunen zog er die Augenbrauen hoch. »Mich solltest du doch besser kennen. Ich tue nie in aller Welt etwas Gutes, wenn ich es irgend vermeiden kann.« Am selben Abend noch verkaufte sie Ashley die Mühlen mit den gesamten Anteilen, die sie daran hatte. Sie machte dabei nicht einmal ein schlechtes Geschäft. Ashley schlug ihre erste, niedrige Forderung aus und hielt sich an den höchsten Preis, der ihr dafür je geboten worden war. Als sie dann den Vertrag unterschrieben hatte und die Mühlen endgültig los war, als Melanie Red und Ashley ein Glas Wein reichte, um den Abschluss würdig zu begehen, kam Scarlett sich so verloren vor, als habe sie eins ihrer Kinder verkauft. Die Mühlen waren ihre Lieblinge, ihr ganzer Stolz gewesen, das Werk ihrer kleinen, tatkräftigen Hände. Mit einer bescheidenen Mühle hatte sie angefangen, damals in den bösen Tagen der Not, da er dann, dass sich aus einem Trümmerhaufen mühsam emporzuringen begann. Unter Kämpfen und Listen hatte sie ihr Werk über die dunkle Zeit hinübergerettet, da die Yankees sie ständig zu rauben drohten, das Geld entwertet war und die besten Männer an die Wand gestellt wurden. Jetzt begannen die Narben sich zu schließen. Neue Gebäude wuchsen überall empor. Jeder Tag führte der Stadt frisches Blut zu. Jetzt hatte Scarlett zwei schöne Mühlen, zwei Holzlager und ein Dutzend Maultiergespanne. Der Abschied ging ihr so nahe, als schlösse sich für immer eine Tür und trennte sie von einem Teil ihres Lebens, von einem harten und rauen Abschnitt, an den sie mit einer solchen Befriedigung zurückdachte, dass es dem Heimweh nahe kam. Sie hatte das Geschäft aufgebaut und nun hatte sie es verkauft. Was sie vor allem bedrückte, war die Gewissheit, dass Ashley alles wieder verlieren würde, sobald sie das Steuer nicht mehr in der Hand hielt. Ashley traute jedem und wusste selber noch immer kaum, die Brettersorten 2:4 und 6:8 zu unterscheiden. Nun konnte sie ihm nicht mehr mit ihrem Rat beistehen, nur weil Red ihm gesagt hatte, sie habe die Neigung, ihre Nase in alles hineinzustecken. »Der verwünschte Red«, dachte sie bei sich, und als sie ihn beobachtete, verstärkte sich in ihr die Überzeugung, dass er die ganze Geschichte eingefädelt habe. Wie und warum, wusste sie freilich nicht. Er sprach mit Ashley und es fielen Worte, bei denen sie auf einmal scharf aufhorchen musste. »Sie werden nun wohl die Sträflinge auf der Stelle zurückschicken?« sagte er. »Die Sträflinge zurückschicken? Wie kam er darauf?« Red wusste doch ganz genau, dass die Mühlen nur bei der billigen Sträflingsarbeit Gewinn abwerfen konnten. Wie kam er dazu, sich so bestimmt über Ashleys künftige Handlungsweise zu äußern? »Ja, sie gehen sofort«, erwiderte Ashley und vermied es, Scarlett anzusehen, die wie vom Donner gerührt war. »Hast du den Verstand verloren?« fuhr sie ihm dazwischen. »Der ganze Gewinn, der dann noch bleibt, wird für die Miete draufgehen. Und was für Arbeiter sind sonst überhaupt zu bekommen?« »Ich stelle freie Schwarze ein«, sagte Ashley. »Freie Schwarze? Dummes Zeug! Du weißt doch, was für hohe Löhne die kosten. Außerdem hast du dann keine Minute Ruhe vor den Yankees, die dir auf die Finger sehen, ob du den Leuten auch dreimal täglich Huhn zu essen gibst und sie unter Daunen schlafen lässt. Ziehst du aber einen Drückeberger einmal ein paar über, dann gibt es Geschrei, dass es von hier bis Dalton zu hören ist, und du endest im Gefängnis. Sträflinge sind die einzigen...« Melanie blickte in den Schoß auf ihre ineinander gekrampften Hände. Ashley machte ein unglückliches, aber fest entschlossenes Gesicht. Einen Augenblick schwieg er. Dann tauschte er mit Red einen Blick, und es war, als fände er in Reds Augen Verständnis und Ermutigung. Es entging Scarlett nicht. »Ich arbeite nicht mit Sträflingen, Scarlett«, sagte er ruhig. »Sieh mal an!« Ihr stockte der Atem. »Warum denn nicht, wenn ich fragen darf? Hast du etwa Angst, man könnte über dich herziehen wie über mich?« Ashley hob den Kopf. »Davor fürchte ich mich nicht, solange ich im Recht bin. Aber Sträflingsarbeit ist ein Unrecht, davon war ich immer überzeugt.« »Und warum?«
aus der Zwangsarbeit und dem Elend anderer Menschen Nutzen zu schlagen. Das kann ich nicht. Aber du hast doch Sklaven gehalten. Die haben nicht im Elend gelebt. Außerdem hätte ich sie nach Vaters Tode alle freigelassen, wenn sie nicht schon durch den Krieg befreit worden wären. Aber dies ist etwas anderes. Mit der Zwangsarbeit kann allzu viel Missbrauch getrieben werden. Vielleicht weißt du es nicht, ich aber weiß es. Ich weiß, dass Johnny Gallagher mindestens einen Mann in seinem Holzlager auf dem Gewissen hat. Vielleicht sogar mehrere. Wem liegt denn etwas an einem Sträfling? Er behauptet, der Mann sei auf einen Fluchtversuch umgekommen, aber von anderen habe ich es anders gehört. Ich weiß auch, dass er die Leute arbeiten lässt, wenn sie krank sind. Nenn es Aberglauben, wenn du willst, aber Geld, das aus dem Leiden anderer Menschen stammt, kann kein Glück bringen. Heiliger Strohsack! Das heißt also, du liebe Zeit, Ashley, dir ist doch nicht in den Kopf gestiegen, was Pastor Wallace von der Kanzel gegen unsauberes Geld gewettert hat? Das war gar nicht nötig. Das war schon längst meine eigene Auffassung. Dann musst du ja all mein Geld unsauber nennen, ereiferte Scarlett sich. Ich habe mit Sträflingen gearbeitet. Ich bin Eigentümer einer Kneipe. Sie brach ab und Wilkes waren beide verlegen. Red grinste über das ganze Gesicht. Scarlett verwünschte ihn inbrünstig. Jetzt denkt er, ich stecke wieder einmal meine Nase in fremde Angelegenheiten. Und Ashley denkt genauso. Könnte ich doch den beiden die Schädel zusammenschlagen? Sie schluckte ihren Grimm herunter und suchte eine würdevoll überlegene Miene anzunehmen, aber ohne viel Erfolg. »Mir kann es ja gleich sein«, sagte sie. »Scarlett, denk nicht, dass ich dir Vorwürfe mache. Das tue ich nicht. Wir sehen nun einmal die Dinge verschieden an, und was du für gut hältst, braucht nicht auch für mich gut zu sein.« Plötzlich verspürte sie ein heißes Verlangen, Red und Melanie bis ans Ende der Welt verschwinden zu sehen und mit ihm allein zu sein. Dann könnte sie ihm zurufen, »Ich will doch genauso denken wie du. Sag mir nur, wie du es meinst, damit ich es begreife und sein kann wie du.« Aber vor Melanie, der der Auftritt unbeschreiblich peinlich war, und vor Red, der sie aus der Tiefe seines Lehnstuhls angrinste, konnte sie nur mit so viel Kühle und so viel gekränkter Unschuld als möglich zu ihm sagen, »Selbstverständlich, es ist dein Geschäft, Ashley, und ich denke nicht daran, dir dreinzureden. Aber das muss ich sagen, verstehen kann ich deine Auffassung nicht.« Ach, wären sie doch allein, dann brauchte sie nicht noch kühle Worte, die ihn unglücklich machten, zu ihm zu sprechen. »Ich habe dich gekränkt, Scarlett, und das wollte ich nicht. Verzeih mir, ich habe gar nichts andeuten wollen. Ich glaube nur, dass auf gewisse Weise erworbenes Geld kein Glück bringt.« »Da irrst du dich.« Sie konnte sich nicht länger beherrschen. »Sieh mich doch an. Du weißt, wie ich zu Geld gekommen bin. Du weißt, wie es um uns stand, ehe ich Geld verdiente. Du erinnerst dich des Winters auf Tara, als es so kalt war und wir die Teppiche zerschnitten, um Sohlen daraus zu machen und nicht genug zu essen hatten und uns den Kopf zerbrachen, wie wir Beau und Wade eine gute Erziehung verschaffen sollten. Du erinnerst dich?« »Ich erinnere mich«, sagte Ashley müde. »Aber lieber vergesse ich es.« »Du kannst doch nicht behaupten, dass jemand von uns damals glücklich war. Und jetzt? Du hast ein gemütliches Heim und eine gesicherte Zukunft. Und wer wohnt so hübsch wie ich? Wer zieht sich so gut an? Wer hat so schöne Pferde? Ich führe ein großes Haus. Man speist elegant bei mir. Meine Kinder haben alles, was sie brauchen. Wie bin ich denn zu all dem Gelde gekommen, das mir das ermöglicht hat? Habe ich es vom Baum geschüttelt? Oh nein! Sträflinge, Kneipenverpachtung!« »Und vergiss auch nicht den ermordeten Yankee«, warf Red sanft ein. »Er hat dich zuerst auf die Füße gestellt.« Scarlett fuhr herum, Zornesworte auf den Lippen. »Und das Geld hat dich sehr, sehr glücklich gemacht, nicht wahr, mein Herz?« fragte er mit giftig süßem Ton. Scarlett blieb der Mund offen stehen. Sie schaute von einem zum anderen. Melanie weinte fast vor Verlegenheit. Ashley war auf einmal blass und in sich zurückgezogen, und Red betrachtete sie über die Zigarre hinweg mit sachlichem Vergnügen. Sie setzte an zu dem Ausruf, »Natürlich, wie sollte es mich nicht glücklich gemacht haben?« Aber merkwürdig, sie brachte kein Wort über die Lippen. Ich, ey.